Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Finch's Love Tape Box von Finch Asozial. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Finch's Love Tape von Finch Asozial, das Ganze am 14. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Finch Asozial. Wir haben hier eine Box im Querformat. Und bevor wir die Folie entfernen, haben wir hier noch einen Sticker. Und hier lesen wir limitierte Fanbox und dann den Inhalt. Album Finch's Love Tape, Bonus-CD Magic Moments, Finchy Boy, Kuscheldecke, Massagehandschuh, Poster, Sticker, Stickerbogen. Okay. Also hier scheint echt einiges drin zu sein. Wir werden die Folie mal abmachen. Einmal hier an der Seite aufschneiden. Das Ganze ist hier nicht nur eingeschweißt, sondern hier war auch sogar noch ein, habe ich jetzt gleich mit durchgeschnitten, ein Plastiksiegel, also so ein Sticker, der die Box versiegelt hat. Das kommt daher, die Box ist relativ schwer und auch prall gefüllt, also rein ohne das Siegel. Wir sehen es jetzt, dadurch, dass das Siegel getrennt wurde, geht die Box schon mehr oder weniger von alleine auf. So, wir haben hier einmal den Interpreten Finch Asozial auf einer Wolke sitzend mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Sowohl Engel als auch Teufel in einer Person. Also Teufelshörner und ein Heiligenschein. Walk This Way Records präsentiert. Finch's Love Tape Finch Asozial. Hier an der Seite dann auch nochmal in glänzender Schrift der Interpret zu lesen. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir vielleicht dieses Siegel hier direkt abmachen. Einmal, zweimal. So, dann stört das hier auch nicht weiter. Auf der Seite haben wir eine Friedenstaube, Finch Asozial und das Label Walk This Way. Auf der linken Seite ebenso. Hier wurde aus der Friedenstaube dann eine Bierflasche, die hier fliegt. Und auf der Rückseite haben wir noch, auch wieder in dieser Glanzoptik, Finch's Love Tape zu lesen, die Beteiligten und einen Barcode. Ja, und hier fliegen auch diverse Tabletten durch die Gegend. Finch's lesen wir hier noch. Okay, also sehr detailreich die Box designt. Das Ganze geht dann hier auf, also eine Klappbox. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir das Bonus, die Bonus-EP Magic Moments. Das dürfte dann wohl der Massagehandschuh sein. Dann der Finchy Boy, also ein Tamagotchi mehr oder weniger. Die Decke. Dann haben wir hier eine Info zum Finchy Boy. Jede Menge Sticker. Alter. Mehrere Stickerbögen. Und Starschnitt. Von innen die Box in Schwarz und Rot gehalten. Auch hier wieder Finch Asozial, in diesem Fall nicht im Himmel und auf den Wolken, sondern in diesem Fall sieht das Ganze eher nach Hölle aus. Auch so das Innendesign der Box. Also es scheint echt so, als hätte man hier innen die Hölle gemacht und außenrum dann das Ganze hier mit den Wolken und rosa-weiß den Himmel. So, wir haben diverse Sachen natürlich ohne Folie, viele Sachen ohne Folie, aber natürlich auch einige Sachen mit Folie. So. Also rein vom Inhalt her denke ich, dass es ein recht langes Unboxing wird. So, einmal. Dann haben wir natürlich die beiden CDs. Einmal und zweimal.
und die Kuscheldecke. Die kommt hier ganz heftig zusammengepresst. Also es dürfte wohl ein vakuumierter Beutel sein. Man kennt das, wenn man zum Beispiel so einen Beutel nimmt und seine Kleidung da reinpackt und dann im Nachhinein die Luft raussaugt. Dann ist genau das das Ergebnis. Hat man gut gelöst, weil ich glaube, sonst wäre das platztechnisch schwierig geworden. So, dann kann die Decke jetzt mal ein bisschen atmen und wieder etwas anwachsen. So, Finch Asozial, Finchy Boy. Okay, das ist gar nicht wirklich verschweißt. Man kann hier links und rechts einfach das Ganze öffnen. Das hat man auch gut gemacht. Und natürlich die beiden CDs. So. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Der Rest kommt derweil noch zur Seite. So sieht das aus. Also vom Design her wie auch schon die Box. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder Finch Asozial, Finchies Love Tape. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück sind es geworden und 4 Features haben wir hier drauf. Einmal ein Feature von DJ Scratch, dann eins von Lucy Cat, Little Big und Reen. Also diese 4 Personen, diese 4 Feature-Beiträge sind hier dabei. Barcode und Beteiligte. Das Album gibt es ja neben Box auch noch in der reinen CD-Variante und auch als Vinyl. So, dann schauen wir mal das Booklet an. So, dann haben wir hier den ersten Track, 1990. Und das zieht sich dann hier so durch. Wir haben hier einzelne Fotos von Finch Asozial und daneben dann die einzelnen Tracks. Tracktitel. So sieht das aus. Finchy Boy, eine der Videoauskopplungen. Zopfhalter. Ich will einen Mann. Ja, auf jeden Fall sehr hetero hier der Auftritt. Zum Abschluss haben wir noch hier die Credits zum Album. Und dann haben wir hier noch eine umfangreiche Danksagung. Sehr schön. So, auch hier noch weitere Credits zum Album. Also die wichtigsten Infos sind hier auf jeden Fall vermerkt. Die CD ist dann hier in diesem rosa, weiß und silber gehalten. Hier lesen wir natürlich auch wieder den Albumtitel. Finchies Love Tape. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die CD ist in rot. Also, das ist auf jeden Fall heftig. Gefällt mir richtig gut. Dahinter lesen wir Folgendes. Also, ich bin generell immer ein Riesenfan von eingefärbten Sachen, egal ob es Vinyl sind oder CDs, aber damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Die CD ist auf jeden Fall krass. Und dann haben wir noch eine zweite CD, Magic Moments, also mehr oder weniger eine EP. Walk This Way Records präsentiert Magic Moments Finch Asozial. Auch diese hier erfreulicherweise im regulären Jewel Case. Und ja, der Interpret sieht ja aus wie ein, so ein durchgeknallter Life-Coach, Guru, was auch immer. Ich bringe dein Leben in Ordnung, ich helfe dir, deine Krisen zu überwinden. So ähnlich schaut das für mich aus. Was haben wir hier? Wir haben hier 3 Tracks, wobei man sagen muss, es sind keine Tracks im eigentlichen Sinn, sondern es ist tatsächlich wie so eine spirituelle Anleitung, so eine geführte Reise. Das sieht man auch hier an der Laufzeit, 10 Minuten, 9 Minuten, 58 und nochmal 9 Minuten, also das ist echt eine lange Zeit. Und dann haben wir auf CD2 noch die Instrumentals zum Album, die haben sie auch noch reingeschafft, sehr gut. So, wir haben hier, ich schaue gerade, nein, Booklet ist es keins, es ist tatsächlich nur so ein Einleger. Ob das jetzt nur eine Seite ist? Ja, oh ja, es ist nur eine Seite, also Vorder- und Rückseite bedruckt, aber hier gibt es nichts zu blättern, es ist nur ein Einleger. Dann haben wir einmal die Infos zu diesen einzelnen Tracks, Chillaxing, Du bist du und sinnliche Körperreise. Dann haben wir die CD, Magic Moments. Oha. Auch die hat man eingefärbt. Heftig. Also, hier in dunkelblau. Und
natürlich die Instrumentals zum Album und die hat man dann tatsächlich auch noch eingefärbt in Gelb. Also, ich kann mich nur wiederholen, die Detailarbeit überzeugt mich hier echt. Nicht nur was das Boxdesign betrifft, sondern auch hier beim Album- und CD-Design. So, ein Boxinhalt, den ich überhaupt noch nie gesehen habe zuvor, den es in meinen Augen noch nie zuvor gab. Und zwar haben wir Finch's Love Tape Massagehandschuh. Ist jetzt etwas, ja, diskriminierend gegenüber Linkshändern, denn es ist natürlich ein rechthändiger, ein Rechtshandschuh. Und dann sieht das so aus, dass man hier, ist die Frage, ob das überhaupt passt, weil ich habe doch deutlich große Hände, deutlich größere Hände als der Durchschnitt, aber es ist echt schwer. Oh, verdammt eng, aber ja, so ungefähr passt's. Und dann kann man hier wunderbar mit diesem Handschuh, ja, wie auch immer, sich selbst oder seinen Partner, seine Partnerin massieren. Eventuell auch die Haustiere, die finden das wahrscheinlich auch ganz okay. Habe ich bis jetzt nicht mal gewusst, dass es sowas gibt, um ehrlich zu sein. Also ich kenne so Massagesteine, Massageroller, alles das, was man so über den Rücken macht. Aber so etwas hier, so ein Handschuh, sehe ich zum ersten Mal. Ich bin gespannt. Eine Decke haben wir dabei, die Kuscheldecke. Die ist etwas klein, also für eine Decke. So, die Decke in Rot und Weiß. Hier in der Mitte haben wir wieder das Herz und lesen Finch's Love Tape. Oben und unten auch wieder jede Menge Herzen und der Schriftzug Finch Asozial. Oben dann nur Herzen. Das Ganze ist beidseitig bedruckt und an den Rändern dann so entsprechend rot vernäht. Und wir haben es hier zu tun mit 100%. Wo kann man, ja, hier kann man das lesen. 100% Polyester. Aber hier steht nichts über die Herstellung. Okay. Grüße gehen unbekannterweise raus. Dann haben wir das Tamagotchi, den Finchy Boy, den wir jetzt mal hier befreien. So. So sieht die Verpackung aus. Dann haben wir hier scheinbar die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Ah ja, genau, hier steht's. Eines von 168 elektronischen Haustieren. So funktioniert das dann. Also diese Knöpfe gibt es hier und sie haben auch die Funktionen hier aufgelistet. Dann haben wir noch eine wichtige Anmerkung zu diesem Produkt. Und so sieht das dann aus. Also ein klassisches, ein kleines Elektrospielzeug. Wie gesagt, erinnert mich sehr stark an die damalige Tamagotchi-Zeit. Wir haben hier vier Knöpfe auf der Vorderseite, kleines Display. Und dann haben wir hier auf der Rückseite das Fach, in dem sich die Batterien befinden. Und wenn man das Ganze in Betrieb nehmen muss, möchte, dann muss man natürlich hier diesen weißen Streifen entfernen, damit die Batterien auch Kontakt haben. Das Ganze ist hier dann noch ausgestattet mit einem Schlüssel. Anhänger, also mit so einem Schlüssel, wie nennt man das? Mit so einer Schlüsselkette, mit so einem Glied hier, um entsprechend das Ganze festzumachen, an die Hose oder wo auch immer. Ich werde das Ganze jetzt nicht in Betrieb nehmen, weil echt das Unboxing so schon lange dauern wird, aber wie gesagt, ist so ein elektronisches Haustier, um das ihr euch dann kümmern könnt. Dann haben wir Sticker, jede Menge Sticker, einmal, zweimal, dreimal hier. Kreisförmig Finch's Love Tape. Dann haben wir auch wieder dreimal das Albumcover quadratisch. Alle Sticker hier in einer Hochglanzoptik. Dann dreimal diesen hier, Sex Monster in so Postkartenformat. A6 müsste das sein. Auch wieder pink und weiß. Und Stickerbogen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht mit zwei Stück gerechnet. Ich war der Meinung, es wäre nur einer hier regulär drin.
Falls ihr die Box auch habt, könnt ihr mir natürlich gerne mal schreiben, ob ihr auch einen oder zwei habt. Eventuell habe ich einfach nur Glück gehabt. So, dann haben wir hier auch wieder diverse Sticker. Kennt man ja schon vom ersten Album, da gab es ja auch so einen wunderbaren Stickerbogen damals bei Dorfdisco. Also ihr seht, ohne Ende Sticker hier mit dabei. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier wieder Poster. Und zwar auch wieder wie beim letzten Album, wie bei Dorfdisco, haben wir hier einen Starschnitt. Bedeutet, drei einzelne Poster, die man hier aufmachen kann. Und dann erhält man hier wunderbar einen Finch Asozial aufgeteilt auf drei Postern. Und die kann man dann, falsch rum. Und die kann man dann hier wunderbar aneinander hängen. Und dann hat man hier mehr oder weniger Lebensgröße Finch Asozial an seiner Wand hängen. Jawohl. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Poster, drei Stück, wie gesagt, die werden dann zu diesem Starschnitt kombiniert. Dann haben wir Sticker, dreimal kreisförmig, dreimal quadratisch, dreimal Postkartenformat plus dieser Stickerbogen, wie gesagt, einer oder zwei. Ich gehe davon aus, dass regulär nur einer drin ist. Dann haben wir den Finchy Boy, dieses kleine Tamagotchi. Einen Massagehandschuh. Die Kuscheldecke. Die Bonus-CD, die Magic Moments im regulären Schulcase. Inklusive Album-Instrumentals, die sind hier auch noch drin. Und natürlich das Album Finchy's Love Tape mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Finch's Love Tape von Finch Asozial. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Finch Asozial unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.